und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und ja, heute ist Freitag. Die sind schon, wenn einem gar nichts mehr einfällt, einfach wiederholen, was man dann in der Minute davor gesagt hat. Ja, heute ist Freitag. Also es ist jetzt nicht so, dass mir nicht nochmal was eingefallen wäre. Ich wollte es nur nochmal, ich habe es nur für den Anfang für mich gebraucht, ja. Und auf jeden Fall, heute habe ich mal wieder mir Gedanken über Dinge gemacht, die ich eigentlich nur hypothetisch denken konnte und die gar kein Ziel hatten. Vorweg, es ist kein Angriff gegen die Person. Ich meine, ich gönne ihr ihren Erfolg, aber ich bin halt um diese Frage nicht herumgekommen, weil ich habe vor ein paar Tagen, hat mein Vater sich die Sportschau angeschaut oder was und ein Krimi. Ach, der hat sich irgendwas im Fernsehen angeschaut. Das war noch vor Montag, als wir uns so fies verstritten haben. Und auf jeden Fall bin ich dann an ihm vorbeigelaufen und habe ich so, hat er in dem Moment gerade auf Helene Fischer gezappt gehabt. Und dann habe ich mir so gedacht, eigentlich schon interessant. Gefühlt läuft ja jede dritte Woche irgendwas, also mindestens ein Event im Monat hat man gefühlt, entweder bei der ARD oder im ZDF, immer, wo Helene Fischer auftaucht. Und dann bin ich nicht umhin gekommen, mich zu fragen, wäre Helene Fischer nur halb so erfolgreich, wie sie ist, wenn sie nicht ständig im ARD und im ZDF hoch und runter tingeln würde? Weil, ja, weil man kann ja schon so ein bisschen den Eindruck haben, dass sie von denen gefördert wird. Und jetzt nur mal ganz kurz mit einer kleinen Pause dazwischen, dass, falls es jemand hört, schenken wir uns mal das ein bisschen. Ja, und dann ist mir einfach so eingefallen, eigentlich finde ich das faszinierend, wenn man mal überlegt, dass jemand, wenn du irgendwo jetzt irgendwie anfängst mit was, also egal mit was, ob du jetzt anfängst mit dem Singen oder mit Schauspielerei oder eben mit einem Buch schreiben oder ob du jetzt auch nur in einer Firma anfängst, so kommt es immer drauf an, habe ich so das Gefühl, dass du die Leute kennst. Also du musst irgendwie immer irgendwen kennen, der jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, der dich dann weiterbringt. Oder auch manchmal so dieses Prinzip, ja, in der Schule zu Schulzeiten, das kennt jeder, der Liebling von den Lehrern. Der Liebling von den Lehrern, der hat auch immer einfacher gehabt. Wobei ich mich immer gefragt habe, wenn du der Liebling vom Lehrer bist, ob du es dann in der Zukunft nicht irgendwie schwieriger hast. Weil das ist immer so allgemein so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn du gefördert wirst, dann wirst du ja immer weiter gefördert und keine Unterstellung, aber dann musst du eben selbst nicht ganz so hart arbeiten an den Dingen, die du gerne haben möchtest, wie jemand, der zum Beispiel keine Förderung bekommt. Also eine Sache, die ich sagen muss, wo ich immer sagen muss, jemand, den ich sehr bewundere, ist Tina Turner. Weil, gut, sie ist von Ike Turner entdeckt worden und so weiter, aber ihren zweiten Karriereanlauf hat sie eigentlich aus eigener Kraft heraus geschaffen und seien wir mal ganz ehrlich, die Frau ist wirklich bemerkenswert und naja, man kann sagen, sie ist von Ike Turner gefördert worden, aber sie ist auch andererseits nicht von ihm gefördert worden. Und ich weiß noch, wie ich, glaube ich, 12 oder 13 war, oder ich weiß gar nicht mehr wie alt, aber als ich ihren Film, das war ja keine richtige Doku, aber diesen Film, Tina Turner, What's Love Got to Do It, gesehen habe, war ich mega schwer beeindruckt, weil ich gedacht habe, die ist eigentlich aus einem sehr kleinen Dorf zu einer riesen Künstlerin geworden und hat dazwischen nicht ständig durch den Fernseher, ist nicht ständig in irgendwelchen Shows, die irgendwie gelaufen sind, abgesehen von der Tina und Ike Show, im Fernsehen gefördert worden. Und ich fand das einfach wirklich bemerkenswert. Und dann habe ich mich, ja, damals habe ich mich das erste Mal gefragt, was Tina Turner nicht alles noch geschafft hätte, wenn sie noch mehr Förderungs- oder Hilfe bekommen hätte. Oder ja, solche Fragen habe ich mir damals dann eben gestellt. Und ja. Ja, und dann ist mir einfach so klar geworden, naja, wir hatten damals eine Klasse, jede Klasse hat so einen Schüler, der beim Klassenlehrer sowas von ultra beliebt ist. Und den hatten auch wir. Und ich habe mich dann immer gefragt, wenn du so unglaublich gefördert wirst, wenn du dir immer hilfst, also wenn immer irgendeiner da ist, der dir hilft, mehr oder weniger, was machst du dann, wenn dieser jemand nicht mehr da ist? Also ich meine, ich habe mir ja damals in der Schule mehr oder weniger gar nicht den Arsch aufgerissen. Also ich habe nicht viel getan und ich wollte es auch nicht unbedingt. Also ich war nicht schulkompatibel, das möchte ich gleich von Anfang an sagen. Aber
wenn ich mal ganz ehrlich bin, bin ich froh, dass ich damals meinen Weg gegangen habe, weil auch wenn ich damit nicht unbedingt zum Schulabschluss gekommen bin und so weiter, kann ich für mich selber sagen, dass ich mehr für mich erreicht habe, weil ich meine Persönlichkeit entwickeln konnte, weil ich die Chance hatte, an mir zu arbeiten und weil ich eben für mich sagen konnte, ja, ich hatte jemanden, der mir hilft, meine Mom, die hat in meiner ersten Schule, also von der ersten bis zur fünften Klasse, hat meine Mutter gefühlt sich einen Tennisarm eingefangen mit Entschuldigung schreiben. Und manchmal hat sie mir Entschuldigung geschrieben, wo ich dann auch mir teilweise gedacht habe, hätte sie die besser nicht geschrieben, weil das haben dann wieder die Lehrer auf meinem Rücken ausgetragen. Und da habe ich mir immer gedacht, oh nee. Aber an sich, dadurch, dass ich tendenziell die ersten 5 Schuljahre meines Lebens nicht gerade nett von den Lehrern behandelt worden bin, sondern ich oft das Gefühl hatte, die haben mich auf den Kieker gehabt. Wobei ich einen Punkt sagen muss, den ich an dieser Geschichte immer, den ich erst im Nachhinein verteidigen muss. Und damit werden wir jetzt die ersten 5 Jahre nochmal ein bisschen einschränken. Nämlich damit auch wirklich jeder, damit auch wirklich die Geschichte ganz genau ist. In der ersten 4 Klassen hatte ich eine Lehrerin, also in der ersten Klasse hatte ich eine sehr nette Lehrerin, dann habe ich wiederholt, dann hatte ich eine Lehrerin, die ich damals oft viel zu streng befunden habe, wo ich aber ihr im Nachhinein lassen muss, ich habe durch ihre Hilfe und ihre Förderung das Lesen und Schreiben gelernt. Wenn sie nicht so streng und ernst und immer dahinter gewesen wäre, glaube ich nicht, dass ich das Lesen und Schreiben gelernt hätte. Also ich gebe es ganz offen zu, das kann sie sich auf ihren Deckel schreiben. Das habe ich durch sie gelernt. Aber ab der 5. Klasse hatte ich dann einen Klassenlehrer und der war einfach nur sadistisches Arschloch. Wer hat was gesagt? Ja, und ab da habe ich dann angefangen, ja, ich habe dann mehr drum kämpfen müssen, dass ich überhaupt den Unterricht überstehe, bevor ich überhaupt die Chance hatte, in Unterricht zu gehen oder irgendwas zu lernen. Und dadurch habe ich dann gelernt, wie es ist, wenn man dann niemanden hat, dem es wichtig ist, dass du was lernst. Und es war eigentlich schon so ein krasser Unterschied, weil die ersten beiden Lehrerinnen, denen war es wichtig, dass ich was lerne. Und dann plötzlich stand ich da und habe das Gefühl, dem Typen, dem ist es überhaupt nicht wichtig, dass ich was lerne, dem ist nur wichtig, dass er mir nochmal irgendeine mitgegeben hat. Mag sein, dass er es anders befunden hat, aber ich sag's mal so, eine Geschichte, die ich euch irgendwann mal erzählen werde, das Halbjahresgespräch. Glaubt mir, das wird eine Geschichte, wo man sich dann aufregt. Geht so, also dass man sowas mit Kindern abziehen darf, ist echt nicht ganz legal. Naja, und dadurch habe ich dann eben gelernt für mich, dass Förderung ein zweischneidiges Schwert ist. Zum einen ist es was Tolles, weil du lernst dadurch oder du kommst viel schneller an Ziele, weil du eben immer jemanden hast, der dir hilft. Aber andererseits, wenn du dann an einen Punkt deines Lebens kommst, sei jetzt, wenn du als Schüler immer gefördert wirst, weil du eben gut bist, und dann plötzlich in die Arbeitswelt reinkommst und dich da keiner mehr fördert, dann kriegst du den Riesendeckel. Oder sei es, wenn du nur die ersten 4 Jahre gut gefördert wirst oder wie auch immer. Oder wenn deine Eltern dich nur immer fördern, dann, ja, und dann irgendwann nicht mehr nur deine Eltern sind, die über solche Sachen in deinem Leben bestimmen, dann ist es auf jeden Fall jedes Mal wie ein Fall in ein großes schwarzes Loch. Du hast dann irgendwie erstmal so den Eindruck, völlig alleingelassen von der Welt zu sein. So ging es mir damals auf jeden Fall. Und ja, ich frage mich eben einfach, wie viele Leute wären heutzutage an dem Punkt, wo sie sind, wenn sie nicht irgendwann irgendwie gefördert worden wären? Und was ist eigentlich besser, gefördert werden oder nicht gefördert worden zu sein? Oder ja, oder was würdet ihr euch wünschen? Schreibt es mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Ja, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie voll den Rahmen verloren. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Ich wünsche euch aber auch eine schöne Zeit. Schreibt mir gerne eine Nachricht auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an diebell.readmyoutlook.com. Wir sehen uns dann wieder nächsten Mittwoch. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis dahin. Ciao.